Lassen Sie uns heute mal über das Setzen von Zielen für unser Unternehmen sprechen. Also nicht für mich als Einzelperson oder für Sie als Einzelperson, sondern für Ihre Firma oder für meine Firma. Aber nicht so, wie man es in all den Business-Ratgebern und Selbsthilfe-Videos sieht, ja, oder gar im Secret. Ja. Manifestieren Sie sich Ihren Erfolg. Ja. Nein, wir schauen uns eine wissenschaftliche Art und Weise an, durch die sogenannte wissenschaftliche Methode. Ja. Was ist die wissenschaftliche Methode? Es ist eine Art Detektiv-Werkzeugkasten. Ja. Es hilft uns, die Welt um uns herum zu verstehen, indem wir beobachten, messen und logisch denken. Es geht darum, Fakten zu sammeln, diese zu überprüfen und unser Wissen dann zu verbessern und zu korrigieren, anzupassen. Ja. Daher zuerst einmal die Frage, ja, was ist die wissenschaftliche Methode im Detail? Ja. Die wissenschaftliche Methode besteht im Allgemeinen aus folgenden Schritten. Erstens Beobachtung. Ein Problem oder eine Frage wird erkannt. Dies ist quasi der Ausgangspunkt jeder wissenschaftlichen Untersuchung. Sie brauchen ein Problem, ja. Man muss das Problem erkennen und man muss es formulieren. Ein Beispiel, ja. Mein Unternehmen macht zu wenig Gewinne. Das ist das Problem. Das ist die Ausgangsposition sozusagen. Also der zweite Punkt, die Hypothese. Eine Vermutung über das Problem wird aufgestellt. Basierend auf der anfänglichen Beobachtung wird eine vorläufige Annahme oder eine Erklärung für das beobachtete Phänomen formuliert. Ja? Das ist meine Arbeitshypothese zum Problem. Warum macht mein Unternehmen zu wenig Gewinne? Ja? Ist es mein Kundenservice, der zu schlecht ist? Ja? Oder erhalte ich zu wenig Empfehlungskunden? Oder sind meine Mitarbeiter nicht motiviert genug? Oder ist der Verkauf schlecht? Habe ich zu wenig Kundenanfragen? Ist meine Preisgestaltung korrekt? Und so weiter. Nehmen wir mal an, dass mein Unternehmen schon sehr optimal arbeitet. Mein Vertriebsteam ist ausgelastet, die Produktion läuft super, die Kunden sind zufrieden. Yes! Okay, da ich aber jetzt große Lust habe zu exportieren, aber schon an den Grenzen quasi stehe, nehme ich meine Preisgestaltung als nächsten Hebel. Das ist meine Hypothese. Wenn alle Faktoren gleich bleiben und ich nur meine Gewinnspanne erhöhe, steigert das den gesamten Gewinn für das Unternehmen. Das ist nun meine Arbeitshypothese, meine Annahme. Kommen wir zum dritten Punkt, das Experiment. Die Vermutung dann durch Tests überprüfen ist der nächste Schritt. Um jetzt die Hypothese zu testen, wird ein Experiment oder irgendeine andere Art von wissenschaftlicher Untersuchung durchgeführt. Ziel dabei ist es, Daten zu sammeln. Und diese Daten stützen die Hypothese oder widerlegen sie. Im vierten Schritt wird analysiert. Und zwar sieht man sich die Ergebnisse von Tests an. Man schaut sich die gesammelten Daten an und die werden in der Analyse analysiert. Und da überprüfe ich, ob die Ergebnisse statistisch signifikant sind und ob sie meine Hypothese unterstützen oder widerlegen. Ich erkenne dann bei der Analyse vielleicht, dass ein Großteil meines Profits nur von einem bestimmten Kundenteil kommt. Ich kenne also beispielsweise, dass das 80-20-Prinzip, das Pareto-Prinzip, ja, auch in meinem Unternehmen funktioniert. 80% der Gewinne kommen meist von 20% der Kunden. Der fünfte Punkt, die Schlussfolgerung. Jetzt entscheide ich, ob die Vermutung richtig war oder nicht. Basierend auf meiner Analyse, ja, muss ich die hoffentlich richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Die Hypothese wurde entweder bestätigt oder widerlegt. In meinem Fall ist es ziemlich klar, ja, wenn ich mich nur auf die 20% der besten Kunden konzentriere, die mir diese 80% Gewinne bringen, dann werde ich die größte Hebelwirkung haben. Ich fokussiere mich also auf das, was den meisten Gewinn bringt. Und ich lasse alles andere im Prinzip weg. Der sechste Punkt ist die Kommunikation. Das heißt, die anderen werden von den Ergebnissen informiert. In der Wissenschaftswelt, ja, werden die Ergebnisse oder Schlussfolgerungen dann üblicherweise in Form von Artikeln oder wissenschaftlichen Berichten präsentiert. Ja. Und das ist der eine Punkt, den ich als Unternehmer nicht machen werde. Ja. Ich werde meine gefundenen Ergebnisse nicht rumposaunen und damit angeben. Ganz im Gegenteil, ja. Ich behalte das Ganze schön brav für mich und ich setze es weiter um. Das verschafft mir nämlich einen fetten Wettbewerbsvorteil. Okay,
Das ist einmal grundsätzlich der wissenschaftliche Ansatz. Sehen wir uns das Ganze mal von einem anderen Blickwinkel an, und zwar am besten, und zwar wie Sie die Methode am besten für Ihre Firmenziele verwenden können. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, ja? Was für ein Problem möchte ich überhaupt lösen? Sie werden überrascht sein, wie viele Menschen folgenden wichtigen Punkt übersehen. Ja? Man setzt sich ein Ziel für das Unternehmen, ohne zu überlegen, was für Probleme auf dem Weg dorthin gelöst werden müssen für den Kunden. Besonders in großen Organisationen verlieren Mitarbeiter so den Überblick über das Gesamtbild, oder das große Bild. Ja. Ein einfacher Leitfaden für Schritt 1 ist, jedes Ziel, das Sie lösen möchten, sollte entweder helfen, mehr Kunden zu gewinnen, dass Sie mehr Kunden reinbekommen, oder den Wert eines Kunden zu steigern oder den Marktwert des Unternehmens zu erhöhen. Das sind die einzigen drei Dinge, auf die Sie sich fokussieren müssen. Wenn ich das nicht von vornherein abklären kann, dann muss ich mich ernsthaft fragen, ist es das Ziel überhaupt wert? Der zweite Schritt, ich muss eine Annahme erstellen, die ich beweisen will. Anstatt jetzt zu sagen, ich möchte dieses Ziel erreichen, muss ich mich fragen, okay, was wird passieren, wenn ich dieses Ziel verfolge? Der Ansatz verändert die Perspektive ein wenig und fördert das kritische Denken. Es geht nicht darum, blindlings ein Ziel zu verfolgen, sondern zu verstehen, warum ich genau dieses Ziel erreichen will. Der dritte Schritt, was genau muss ich tun? Es reicht natürlich nicht aus zu sagen, ich will mehr Kunden gewinnen. Auf das Wie kommt es an? Beispielsweise, indem ich die Dauer von Anrufen verkürze, schaffe ich mir die Zeit für mehr Anrufe. Ich schaffe es also, mehr Kontaktoptionen zu generieren. Oder indem ich den Online-Anmeldeprozess für potenzielle Neukunden verbessere. So erhöhe ich die Quote der gewonnenen Neukunden. Als Beispiel. Vierter Schritt, was erwarte ich als Ergebnis? Es reicht nicht aus, nur den Input zu messen, man muss auch den Output bewerten. Haben Sie wirklich mehr Kunden gewonnen? War die Kaufkraft der neuen Kunden wirklich höher? Nur wenn Sie beide Seiten der Medaille betrachten, erhalten Sie ein realistisches Ergebnis. Alles andere sind Wunschträume. Der fünfte Schritt ist der Überprüfungsprozess. Nachdem Sie sich Ihr Ziel gesetzt haben, ist der Überprüfungsprozess der nächste kritische Schritt. Habe ich wirklich das getan, was ich mir vorgenommen hatte? Und hat es die gewünschten Ergebnisse gebracht oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Was könnte ich in Zukunft anders machen, um dieses Ziel zu erreichen? Schritt 6. Welche Fehler habe ich gemacht? Was kann ich das nächste Mal verbessern? Ich setze jedes Mal eine Verbesserungsschleife dadurch in Gang. Ich überlege mir also, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Ja, und konsequenterweise mache ich mehr von dem, was gut funktioniert hat, und weniger oder gar nichts von dem, was nicht so gut funktioniert hat. Ja, wäre nicht so clever, das anders zu sehen. Und siehe da, schon nach einiger Zeit beginnt die Verbesserungsschleife zu wirken. Und dann bleibe ich natürlich bei dem Prozess. Ich ändere nichts mehr. Never change a running system. Ja, verändere niemals ein System, das funktioniert. Die klassische Regel, ja. Wie sehen Sie das Ganze eigentlich? Wie überprüfen Sie den Erfolg Ihrer Aktionen im Geschäft? Ich lerne gern dazu und ich freue mich wirklich über neue Ideen, neuen Input. Schreiben Sie mir das bitte in die Kommentare. Ja. Auch wenn Sie den ein oder anderen Tipp mitnehmen konnten von dem, was ich gesagt habe, bitte in die Kommentare, und ein Like kostet nichts. Fühlt sich für mich aber an wie ein kleiner Mini-Jackpot, ein kleiner Mini-Gewinn. Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, bitte abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie diesen kleinen Mini-Jackpot auch mit Ihren Freunden. Okay. Viele Unternehmer setzen sich das Ziel, ohne diese Ziele sauber zu hinterfragen. Die Mitarbeiter streben dann fleißig auf den neuen Meilenstein zu, auf den nächsten schillernden Erfolg, übersehen dabei aber oft die notwendigen Grundlagen. Aber genau diese von mir aufgezählten scheinbar kleinen Schritte können zu dem exponentiellen Wachstum führen, welches Sie sich ursprünglich einmal vorgestellt hatten, das wir uns alle ursprünglich einmal vorgestellt haben. Nehmen Sie sich deshalb bitte die Zeit, um jedes Ihrer Ziele sorgfältig zu überprüfen. Überlegen Sie erst einmal, ob das gesteckte Ziel überhaupt zur Gesamtstrategie des Unternehmens passt. Wenn Ihre gesteckten Ziele der Methode, die ich Ihnen gezeigt habe, der wissenschaftlichen Methode standhalten, dann werden Sie dem Unternehmen auch Geld bringen.
abschließend noch Folgendes. Es ist wichtig zu betonen, dass der wissenschaftliche Ansatz zyklisch arbeitet. Das heißt, selbst nachdem eine Hypothese getestet und bestätigt wurde, können und sollen sie weitere Beobachtungen und weitere Experimente durchführen. Ja? Nur so werden sie das Wissen vertiefen und korrigieren. Ja? Warum? Es könnte zu Marktänderungen kommen. Es wird zu Marktänderungen kommen und sie müssen stets wachsam sein. Die wissenschaftliche Methode sollte die Grundlage für die Entwicklung von Systemen und Arbeitsabläufen in Ihrem Unternehmen sein. Aber bleiben Sie flexibel und vor allem bleiben Sie ehrlich zu sich selbst. Sollte sich eine Annahme als falsch herausstellen, dann tauschen Sie sie aus. Punkt. Ja. Wenn einer von meinen Mitarbeitern eine bessere Hypothese hatte als ich, dann verschwende ich keine Zeit für Machtspielchen oder Neid. Und ich übernehme das Neue einfach. Und oft ist es genau so, dass es nicht nur eine einzige Lösung gibt. Viele Wege führen nach Rom. Ein erfolgreiches Experiment kann eine Hypothese stützen. Aber es gibt vor allem in der Geschäftswelt für keine Hypothese eine endgültige Lösung. Dinge ändern sich. Märkte ändern sich. Und darauf muss man sich als Unternehmer anpassen. Flexibel sein. Aber keiner Ihrer Experimente kann eine Hypothese für immer bestätigen. Der wissenschaftliche Ansatz ist ein offener und ein andauernder Prozess. Apropos wissenschaftlicher Ansatz. Wenn ich Ihnen nach 30 Jahren Unternehmertum einen großen Ratschlag diesbezüglich geben darf, dann diesen. Ja. Wählen Sie Ihr Geschäftssystem mit Bedacht. So wie es bessere und schlechtere Kulturen gibt, so wie es bessere und schlechtere politische Systeme gibt, ja, Kommunismus, ja, oder so wie es bessere und schlechtere Bildungssysteme gibt, gibt es auch bessere und schlechtere Geschäftssysteme. Ist es ein gutes Geschäftssystem, ständig der Billigste sein zu wollen oder zu müssen, ja, über den billigen Preis Neukunden gewinnen zu müssen? Ich erspare Ihnen die Antwort, ja, es ist keine gute Idee, ja, das kann ich Ihnen gleich sagen, ja. Es gibt einen Grund, warum Unternehmen wie Apple, Rolex oder Tesla keine billigen Sachen anbieten. Sie finden diese Gründe in meinem Report über Hochpreisstrategien. Darin erfahren Sie jene Gründe, warum Eliteunternehmer Hochpreisstrategien verwenden und Sie es auch sollten. Sie können sich den Report ganz einfach runterladen. Sie finden einen Link, klicken auf den Link, tragen die E-Mail ein und los geht's. Ich kann Ihnen versichern, was auch immer Ihre persönlichen oder Ihre unternehmerischen Ziele sind, es wird nicht einfacher, wenn Sie der Billigste sein wollen. Eine gute Hochpreisstrategie wird Ihnen helfen, Ihre Ziele schneller und effektiver zu erreichen. Das ist einfach so. Ja, nachdem Sie sich den Report heruntergeladen haben, zeige ich Ihnen auch in einem kurzen Video drei konkrete Strategien, die Sie sofort in Ihrem Unternehmen anwenden können. Und das Wichtigste bei dem Ganzen, Umsetzung. Tun, T-U-N, Tag und Nacht. Werden Sie daher jetzt aktiv. Ihr Markus Dahn. Deutschlands Schattenhaushalt spielt ein gefährliches Spiel und trägt zur anwachsenden Inflation bei. Während die EZB die Leitzinsen angehoben hat, um die Inflation einzudämmen, erweckt es nur den Anschein, als hätte dies geholfen. Doch die Kehrseite dieses Manövers ist beunruhigend. Die Zinsbelastung des Bundeshaushalts hat alarmierende Ausmaße erreicht. Doppelt so hoch wie unser Bildungsbudget und dreimal so viel wie der Habeck-Etat, Wirtschaft und Klima. Die Geschwindigkeit, mit der wir in diese Schuldenfalle geraten, ist erstaunlich. 2021 zahlte der Bund 4 Milliarden Euro an Zinsen. Noch 2023 hat sich dieser Betrag nach aktuellen Zahlen des Bundesrechnungshofes fast verzehnfacht. Auf sage und schreibe 39,8 Milliarden Euro. Nur für Zinsen. All diese alarmierenden Zahlen decken nur die Zinsen ab, ohne einen Cent der Tilgung. Dieses Damoklesschwert der Zinslast schwebt unerbittlich über uns. Und die offizielle Neuverschuldung? Die veröffentlichten Zahlen können in die Irre führen. Während offiziell von 17,2 Milliarden Euro die Rede ist, beträgt die tatsächliche Neuverschuldung beeindruckende 78,2 Milliarden. Unter dem scheinbar unschuldigen Begriff Bundesschuld verbergen sich komplexe Schuldenstrukturen.
Viele dieser Kredite stecken in Schattenhaushalten, oft perfide Sondervermögen genannt, welche zusätzliche Zinsen verursachen. Die Gesamtschulden von Ländern, Kommunen und der Deutschen Bahn, die in der Bundesschuld nicht enthalten sind, belaufen sich auf weitere 770 Milliarden Euro. 2023 führt dies zu einer Zinsbelastung von mehr als 50 Milliarden. Aber warum werden uns diese Schulden nicht klarer dargestellt? Warum werden sie verheimlicht? Sie sind Teil der Inflationslüge, die uns täglich aufgetischt wird. Eine Lüge, die vertuschen soll, dass wir, die Bürger, am Ende die Zeche zahlen werden. Wenn Sie verstehen möchten, was wirklich vor sich geht und wie Sie Ihr Vermögen schützen können, dann sollten Sie weiterklicken. Sachwerte scheinen eine Lösung für das Inflationsproblem zu sein. Edelmetalle, Immobilien, Aktien oder Kunst sind legitime Mittel gegen Inflation, die Sie haben sollten. Aber es gibt einen Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich gesichert hat. Neugierig? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und entdecken Sie diesen kaum bekannten Vermögensschutz. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bleiben Sie sicher und informiert und werden Sie aktiv. Klicken Sie jetzt auf den Link.